Deutsche liefern Schlaggäte an das Messer. Deutsche fangen seine Kameraden wie streunende Hunde. Ich hatte geglaubt, Taten würden Deutschland wie Brisanz aufreißen. Aber Deutschland lässt selbst über seine Heldentaten Frankreich zu Gericht sitzen. Das ist zum Heulen. Zum Heulen? Das ist zum Lachen. 20 Millionen Deutsche zu viel. Nicht wahr? Herr Clemenceau hat recht. Hier herrscht ja französisches Recht. Sein Wort gilt. 20 Millionen zu viel. Bitte. Bitte, Herr Clemenceau. Liefern Sie uns die Stricke und wir hängen uns auf, wir 20 Millionen. 20 Millionen zu viel. Und Sie glauben es, die gutgläubigen Deutschen. Und Sie haben Angst. 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 Sonst würden Sie aufstehen wie ein Mann und in die Welt hinaus schreien. 20 Millionen zu wenig! Rächer würden aus dem Schoße der Mütter erstehen und das zärtlichste Deutschland würde die Welt überwältigen. 20 Millionen zu wenig! Alexandra! Sie hoffen noch immer und horchen in die Nacht hinaus? Ja. Und ich höre neue Kolonnen. Marschschritt. Aufbruch. Deutschland erwacht. Ich höre nur die Clairons. Das Lastauto, das Schlaggäter zur Schädelstätte schleppt. Die Salve! Die Salve! Und ich lache! 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 »26. Mai 1923. Golzheimer Heide. Morgens 4 Uhr. Albert Leo Schlaggäter. An einen Pfahl gebunden. Vor einem Peloton. Ein französischer Sergeant schlägt ihn in die Knie. À genoux! À genoux! Deutschland! Ein letztes Wort! Ein Wunsch! Befehl! Deutschland! Erwache! Entflamme! Entbrenne! Brenn! Ungeheuer! Und ihr, gebt Feuer!